Hallihallo und willkommen zu einer neuen Runde Raus aus Silber. Da wir in der letzten Runde so unfassbar gute Erfolge mit Alistair hatten, zeige ich euch heute Soraka. Das macht im Prinzip keinen Sinn, aber bei Soraka sagt man oft, ja, das ist ein Champion, mit dem kann man nicht carryen, man muss sich auf andere verlassen, das sagt man ja für Support generell gerne. Aber wir haben heute ein Matchup, einfach mal Soraka reingepickt, wo ich versuche euch zu zeigen, wie das mit Soraka klappen kann. Es ist ein extrem schweres Matchup, komme ich gleich noch dazu. Aber ich habe mir gedacht, ich zeige euch das einfach, denn mit Soraka habe ich eigentlich meiner Main-Elo momentan relativ gute Erfolge und dafür gibt es dann einige Gründe. Ja, aber zunächst viel Spaß! Yeah. So, nun gucken wir mal kurz auf das Team und da sehen wir, wir haben einen Darius bei den Gegnern, wir haben einen Xin Zhao bei den Gegnern. Und das ist eben der Punkt, wo ich meinte, es wird extrem schwer. Nebenbei noch ein Thresh auf der Botlane, was eigentlich schwierig sein kann. Hier aber jetzt gar nicht mal so das Problem sein wird, denn der Thresh hat kein Ignite mitgenommen und im Prinzip muss er das gegen mich tun, ansonsten haben sie wirklich Probleme. Wir wollen jetzt halt hier gucken, dass wir die Leute, soweit es geht, auto-attacken, poken, wo es nur geht, wie immer. Das können wir auch gerade bei der Kalista relativ gut machen. Na, die haben jetzt schon die Level 2, beziehungsweise die Kalista, die hat wohl Erfahrungspunkte solo bekommen. Das ist aber insofern auch okay. So, da haben wir unser Level 2. Und ich gehe mit dem E aggressiv ran. Denn die Vi kommt hier gerade. Wir können da auf jeden Fall das baiten. Einen Trank genommen. Thresh ist immer noch nicht Level up. Und da haben wir den Kill oben. Das war eben jetzt so ein typischer Bait, den ihr machen könnt, wenn ihr seht, okay, der Jungler kommt. Und ja, ich weiß nicht, warum die Kalista nach oben hochkitet, während ich nur nach oben gehe. Wahrscheinlich müsste sie eher reinkiten. Aber man merkt halt, dass die Synergie bei den Gegnern nicht so unbedingt vorhanden ist. Vor allem auch dieser Thresh müsste eigentlich ein Autofill sein, denn man weiß ja, in Anführungsstrichen, dass man gegen eine Soraka das Ignite mitnimmt. Jetzt ist aber die Sache, dass das keine Grundregel ist. Man kann das natürlich auch anders machen. Es kommt immer darauf an, okay, es kommt immer darauf an, wie könnte die Lane verlaufen. Eine Soraka möchte eine extrem passive Lane haben und wenn jetzt die Gegner Range haben, so wie Caitlyn, also wir jetzt gerade in diesem Fall, dann möchte man im Prinzip auch nicht unbedingt Ignite haben, weil man die Gegner eigentlich nicht töten kann. Also, dass die Gegner uns hier töten, ist halt extrem unwahrscheinlich eigentlich. Das ist interessant. Das ist nicht mehr nur interessant, das ist ziemlich dumm gerade von der Caitlyn auch gewesen. Warum die überhaupt hier hochlaufen muss. Aber, na gut. Mein ADC verschwendet gerne sein Flash, damit es für uns interessanter wird als Supporter. Na gut. Wir müssen uns bei unseren Champions immer auch ein bisschen darauf fokussieren, was wollen wir denn eigentlich haben. Ich habe jetzt hier, unser Jungler hat uns davor gefragt, was wir denn gerne haben möchten. Und da war also die Überlegung, wollen wir ein Warwick oder wollen wir eine Vi haben? Ich habe geschrieben, er kann, beziehungsweise Nunu war auch noch zur Auswahl. Aber ich habe dann gesagt, er kann nehmen, was er möchte. Außer Nunu, denn ich denke, Nunu ist in dieser Elo noch nicht so das Wahre. Und diese Elo ist eben auch genau der richtige Knackpunkt, warum Soraka stark ist. Soraka gibt eigentlich dem Team die Möglichkeit, so, ja, ich sage jetzt mal kleine Fehler, diese machen, gut ausbügeln zu können. Wenn jetzt die Caitlyn hier gecatcht worden wäre davor, ja, ich hätte das Ganze vielleicht versuchen können zu sustainen, eventuell mit dem Exhaust noch ein bisschen arbeiten, aber je niedriger die Elo in Anführungsstrichen, desto schwieriger ist es für die Gegner mit Heilung umzugehen. Also wenn jetzt ich permanent hier heile, muss eigentlich die Kalista sehr, sehr früh auf ein Executioner's Calling gehen, also auf den Ruf des Henkers. Denn dieser reduziert auf physischen Schaden hinaus die Heilfähigkeit auf diesem Ziel um 40%. Das ist natürlich gegen eine Soraka super stark. Es macht sie nicht viable, nicht viable, so rum. Also es nimmt eine Soraka nicht hundertprozentig raus. Das muss man auch sagen. Aber es ist auf jeden Fall schon mal so, dass man mit Executioner's Calling es als Soraka wesentlich schwerer hat. Ich warte mal hier unten, denn ich glaube eigentlich, dass ich mich hier mal catchen lassen möchte, aber die wissen es wohl.
Ja, ja, geh doch ran, geh doch ran! Warum geht die weg? Das ist die Sache. Die hätte locker hier ran können. Das kann ich gut gegenheilen. Ah, Xensau da. Ich gucke mal, ob ich da helfen kann oder muss. Aber da wurde er über Fresh rausgeholt. Dann kann ich hier nochmal einen Ward setzen, damit wir nächste Bewegung abfangen. Also Execution, das Calling bzw. der Ruf des Henkers, der kann stark sein. Du gehst hier nicht wirklich lang. Kann stark sein, aber die Gegner müssen auch dementsprechend spielen. Das heißt, die dürfen uns dann keine Zeit lassen, damit wir das nicht wieder... Oh Gott, das Kalista. Damit wir das nicht wieder hochheilen könnten. Und ich bin der Meinung, dass Executioner's Calling ein Item ist, das kaufen sich die Leute frühestens ab mittleren bis hohem Platinbereich. Natürlich sind immer diese paar Ausnahmen dabei, mit denen, die das dann doch kaufen, und gegen die hat man dann auch Probleme. Ich muss auch ehrlich sein, wenn ein Gegner Executioner's Calling kauft, dann bin ich immer ein kleines Stückchen verwundert. Weil das auch einfach so ein... Es zeugt von Wissen im Endeffekt. Aber ich sag mal, ab Silber bis Platin kann man mit Soraka eigentlich solo carryen. Einfach deswegen, weil man eben diese Fehler so gut ausbügelt. Und wenn man dementsprechend auch mit der einen oder anderen... Das riskiere ich mal nicht. Mit der einen oder anderen Sache haushält, also vor allem, dass man guckt, dass man genug Mana in der Lane hat, dass man noch genug hochheilen kann und so weiter und so fort. Wo sind denn die hin? Aha, da konnte ich nochmal einen Backport abbrechen. Dann können wir hier reinpushen, vielleicht kann ich ihn nochmal abbrechen, ja. Ich, so Backports abbrechen ist eine ziemlich gute Sache. Denn wir wollen ja gerade noch reinpushen. Ja, das hat auch geklappt. Nice. Wir wollen ja gerade noch reinpushen, schaffen das auch. Und er hat sich ja jetzt praktisch... Er wollte eine halbe Minute früher zurückporten. Hat es nicht hingekriegt. Und ist jetzt praktisch auch eine halbe Minute hinten dran. Nee, ich gehe mal den sicheren Weg. Über die Vision. Normalerweise gehe ich ganz gerne über die Münze zuerst, denn ich möchte mit Level 8 eigentlich schon meine Level 9 Fähigkeit haben, wobei ich gerade nicht so wirklich gut dabei bin, dass ich die Münzen sammle. Ich habe jetzt schon zwei Münzen gesehen, dass wir hier keine bekommen haben, aber das ist nicht so dramatisch. Wir müssen uns ja auch überlegen, was wollen wir eigentlich für ein Item-Build fahren. Theoretischerweise mit einer Caitlyn zusammen ist natürlich Arden Sensor wieder so ein wichtiges Ding. Den Minion nehme ich mir mal. Der würde sonst noch sterben. Oh, wir haben auch schon das Level 6. Und wir ebenso. Ich ping mal kurz, dass wir die Ulti haben. Ich muss jetzt ab und zu nochmal so einen Blick hier hochsetzen. Vor allem, wenn die dann kämpfen. Okay, zuerst diesen Ward entfernen. Jetzt wird es ein bisschen blöd, weil ich wirklich gucken muss, was da oben passiert. Einmal heilen wir lieber, bevor noch was passiert. Ah, außerdem hätte ich gerne diesen Assist auf Darius bekommen. Das ist immer schwierig in solchen Situationen. Das Vorausschauende. Okay. Kannst da gerne reingehen, aber... dann overextenden sie da oben. Oh, ein Six kommt vorbei, stört uns nicht. Die Gegner, also die gegnerische Botlane vor allem, die braucht ewig lang. Fresh hat auch noch keinen Flash, das ist ganz gut soweit. Ah, der Ward war nicht so toll. Er probiert's. Und ich muss meinen Exhaust hier schon zünden. Werde es wahrscheinlich aber nicht überleben. Da. Sie aber wahrscheinlich auch nicht, denn da könnte noch eine Ulti nachkommen. Wobei. Oh. Das ist so ein bisschen das Traurige. Mit meiner Ulti hätte ich das natürlich gut überlebt. Ich hatte auch die Hoffnung, dass ich hier ein klein bisschen mehr... gut machen kann, was Position angeht, aber ich hätte mich hier auch gar nicht hooken lassen dürfen. Das war schon der erste Fehler dieses Plays.
Gut, wenigstens wurde sie gerade nicht gehookt. Jetzt kann sie noch den Farm mitnehmen. Es war eigentlich ein Rätsel, dass meine Caitlyn nicht so gut hier im Farm gegen sie steht. Vielleicht kann sie das nochmal abbrechen. Ja, zumindest die Kalista, das ist super wertvoll. Die Ulti vielleicht dann noch nachsetzen. Hat nicht genug Mana. Schade. Schade, schade, schade. Eigentlich wäre das jetzt ein guter Zeitpunkt für einen Drachen, wenn unser Jungler Bot-Seite wäre. Ah, wir können das theoretischerweise. So, das ist der erste Schritt. Das ist der größte Fehler, den er eigentlich machen kann. Und damit haben wir hier auch... No! Ich wollte da auch einen Assist haben. Oh, dass ich da nicht rankomme. Es ist einfach so ein Witz von der Range her. Aber jetzt können wir auf jeden Fall nochmal den Drachen angehen. Der gegnerische Jungler ist back. Auch wieder keinen Assist bekommen. Und wir holen den schon mal raus. Ein Ward nach oben, damit wir Ziggs abfangen können, falls der kommt. Natürlich ist es jetzt gerade ungünstig, dass Ziggs hier den Turm bekommt. Aber es ist jetzt halt auch nicht weiter tragisch. Wow. Es ist nicht weiter tragisch, denn das Scaling liegt definitiv auf unserer Seite. Woran erkennt man das eigentlich, ob ein Scaling in unsere oder in die gegnerische Richtung geht? Na, man muss sich eigentlich die einzelnen Matchups angucken, wer wo wann stark ist. Und es ist ehrlicherweise sehr, sehr ausgeglichen, was hier in dieser Runde unterwegs ist. Irelia gegen Darius würde ich es ab einer Trinity der Irelia geben und in den Teamfights, ja, bei Catches auch ihr in komplett offenen Teamfights gebe ich es Darius. Wenn der noch Executioner's Calling kauft, dann habe ich wirklich Probleme. Dann haben wir den Jungle Matchup, wobei ich das auch dabei geben würde, je nachdem, wenn sie die Trinity hat. Na, na, na. Einmal healen und danach hier hinstellen und warten. Gut. Kein Assist. Das mache ich ganz gerne gerade. Der Ping ist berechtigt, aber naja. Es könnte hier gerade in zweierlei Weisen gehen. Also, man kann da locker runtergehen. Man ist gerade zu dritt gewesen. Das Matchup hier gebe ich der Vi wegen ihrem Kit. Xin Zhao ist besser in einem Kampf. Ja. Wenn er die ganze Zeit da sein kann und die ganze Zeit drauf kloppt. Aber wir haben Exhaust, wir haben genug CC. In dem Punkt geht das Matchup halt überhaupt nicht an ihn. Gucken auf den Ward da ist. Ja, natürlich. Während man den Ward cleart, auch immer gucken auf die Karte. Wo bewegt sich die Botlane hin? Geht die auf den ADC drauf oder nicht? Und dann natürlich, wenn es ist, gleich wieder drauf gehen. Hier dürfte ein Control Ward sein. Die Lücke zwischen meinem ADC und mir ist immer wieder viel zu groß. Das ist so ein bisschen... Ich muss mich dann nach ihm richten. Da muss ich es leider auch mal gut sein lassen, wenn hier Vision ist von den Gegnern. Ich hätte die natürlich gerne geklärt. Aber... Ja, sowas ist doch wesentlich schöner, Caitlyn. So ist es doch wesentlich schöner. Okay, das war aber von der Kalista echt dumm. Muss man sagen. Wenn wir jetzt weiter gucken, das Scaling, geht jetzt die Mitte sogar zu Ziggs. Da ist er besser, was das Late Gate angeht, weil er einfach einen besseren Wave Clear hat. Das muss man ihm zugestehen. Na, Ahri hat zwar auch ein gutes Mid Game, aber ihr Late Game ist eher mäßig. Vor allem, weil jetzt halt auch in einer der letzten Patches einiges vom Scaling runtergenommen wurde. Also, das würde ich eher gerade an Ziggs geben. Aber jetzt geht es eben an unsere Komposition unten. Ja, wobei, wir können den auch gut machen noch. Unsere Komposition unten. Eine Kalista Fresh kann super stark sein. Aber sollte diese Kalista in irgendeiner Weise CC'd werden, gerootet von mir, ist ja vollkommen egal, dann hat sie keine Mobility mehr. Hui. Dann hat sie keine Mobility mehr.
Und dann sieht das Ganze auch echt schlecht aus. Ich habe gerade nur geultet, weil ich gesehen habe, dass hier Ari alleine ist gegen zwei. Und ich mir nicht sicher war, wie viel Leben sie dadurch verliert. Bei der Xensaude war ja definitiv dran. So. Ich schlage jetzt halt hier keine Top-Bot-Swaps vor, denn das ist einfach auch nicht üblich. Na, uncool. Das ist einfach nicht üblich. Weil man sagen muss, ja klar, die Caitlyn, die ist jetzt wieder runtergegangen hier zu farmen, eh sowieso fragwürdig, aber die Leute kommen ja auch nicht damit klar, wenn man swappt. Also man kann ja gerne sagen, wir swappen jetzt, aber man muss leider davon ausgehen, dass viele Leute hier nicht wissen, warum man das macht. Und deswegen ist es dann doch in den meisten Fällen sicherer, einfach in die Mitte zu gehen und zu versuchen, dort zu pushen, beziehungsweise ja, mit dem Midlaner zusammenzuarbeiten. Und halt nicht ewig lang auf der Botlane zu bleiben. Das ist ja sowieso schlecht. So, wir wollen als nächstes den Herald angehen. Ich ping das einfach schon mal. Ich habe jetzt halt auch hier Level 9. Ich kriege langsam ein bisschen AP. Ich habe langsam Cooldown Reduction. Also wir werden hier langsam auch in die Richtung kommen, dass wir wirklich was machen können. Warum auch immer der Darius jetzt Mitte ist. Das ist einer der wenigen, der hier nichts verloren hat. Wann sollte man wo in welche Lane gehen? Also was, in welchem Punkt sollte man arbeiten? Wenn man jetzt Kalista Fresh ist, beispielsweise, die zusammen in die Mitte ist eine Sache, die ist okay. Ich warte hier lieber erstmal noch kurz. Damit wir da ein bisschen sicher sind. Das ist vollkommen okay. Ein Darius allerdings ist ein Champion, der super gut alleine klarkommt. Also wirklich super gut. So. Power Spike wurde hier ein bisschen delayed. Schreiben wir das Ganze mal, dass wir gerne Mid-Group hätten. Und machen hier nochmal Vision auf Gegner, die folgen könnten. Da ist eine... No, ich muss vielleicht noch ulten. Ja, ich ulte mal noch. Hätte sie nicht reingehen müssen. Hätte sie nicht reingehen müssen. Aber gut. Ich glaube, ich muss wieder das gleiche machen wie bei Alistair. Einfach so penetrant Spam pingen. Witzigerweise wurde mir nach dem Spiel gesagt, also mit dem Alistair-Spiel, dass das schon fast toxisch war. Aber ihr habt ja auch gesehen, dass es zum Erfolg geführt hat. Ja, Drake lasse ich mir eingehen. Auch wenn es ein Cloud Drake ist. Ich gehe der Ahri schon mal entgegen, um sie dann heilen zu können. 1, 2, 3. Dann ist die auch wieder gut voll. Und dann packen wir noch einen Ward hier rüber zu den Raptoren. Und seht ihr da? Die Gegner, die Leute haben auf mich gehört. Ich werde jetzt erst zurückgehen müssen. Denn mir fehlt es gerade eigentlich an Wards. Und oh, das ist gefährlich. Ich gehe den äußeren Weg. Erstmal hier noch... Nein. Gut. Wir können uns den Blue Buff nehmen, das reicht auch schon. Das reicht auch hier schon. Jeglicher Damage, der hier kommt, den können wir leicht gegenheilen. Aber wenn wir uns einfach nur im Jungle befinden, dann können wir auch gleich wieder nach Hause gehen. Na, kommt da was? Ja. Easy Bait. Hier mal kurz drauf achten, wer ist eigentlich im Fokus? Die Irelia ist im Fokus. Jetzt was die Caitlyn im Fokus. Oh. Gut. So. Wir kriegen da alle raus. Das ist gar kein Thema. Das ist gar kein Thema. Und das ist eben auch der Punkt, wo ich gesagt habe, das könnt
also mit Soraka könnt ihr so einfach carryen. So ein Dive ist normalerweise, würde ich fast sagen, ein Todesurteil. Ja, okay, wir bleiben auch noch da. Es ist immer besser, dem Team bei einem schlechten Call zu folgen, als drei Mann in einen dummen Call reinlaufen zu lassen und sie sterben zu lassen. Na, man könnte das auch immer noch regeln. Gut, Arden Sensor ist fertig. Ich möchte hier das Kombi-Item haben, denn ihr habt ja schon gemerkt, ich habe Probleme, was den Mana-Haushalt angeht. Und ich nehme hier jetzt die ionischen Schuhe, da ich nicht mehr das Gefühl habe, dass wir auf Roams gehen müssen, sondern dass wir hier relativ locker das Ganze über Teamplay runterspielen können. Herald haben wir jetzt leider nicht bekommen. Aber ich ping mal hier die beiden Dinger. Heißt so viel wie, ich möchte jetzt hier die beiden angehen. Ich möchte in diesem Jungle wischen. Ich möchte da Hilfe haben. Die Ahri hat das schon mal mitbekommen. Hier ist nichts. Ahri geht zurück. Das heißt, ich gehe zuerst hier mit einem Q ran und versuche danach etwas zu machen. Ahri geht hier alleine ran. Ich kann hier gerade leider nicht sicher vor. Das ist ein bisschen ein Problem. Irelia und Vi eben da gerade. Okay, dann kommt hier halt ein Control Ward hin. Ich möchte halt wirklich Vision hier haben. Und langsam kommen die Leute auch. Na, ist halt die Frage. Wir müssen das Ganze teilen. Weil im Prinzip können wir das zwar auch so machen, mit der Brechstange, wird aber ziemlich schwer. Ja, die Wahl vorgehen lassen. Na, sie geht nicht ganz vor. Schade. Die Irelia ist topseitig und wir wissen nicht, wo Darius ist. Darius ist Mitte. Okay. Dürfen wir uns nicht engagen lassen. Mal kurz hier ein, zweimal pingen. Die Wahl geht runter. So, dann können wir jetzt hier ein bisschen rangehen. Ein bisschen Deep Vision erlangen. Das ist ziemlich wichtig für diese Siege-Situation hier. Jetzt gehe ich aber außen rum. Ich bin hier zu sehr in Gefahr, wenn ich da frontal gehe. Whoop. Schreiben und währenddessen laufen ist ein bisschen schwierig. Irelia ist oben nicht vorsichtig genug gewesen. Das ist ein bisschen schade. Das ist ein bisschen schade. Auch Ahri. Doch, Ahri kriegen wir noch raus. Kriegen wir sogar. Okay, tschüss, danke. So. Los, vorder, meine Marionetten. So, immer gucken, wer ist gerade im Fokus. Hier. Ich bin überhaupt nicht im Fokus, wie ihr gerade merkt. Wie auch immer ich den Kill geholt habe. Ich bin überhaupt nicht im Fokus, ich kann die ganze Zeit hinterherlaufen und dabei helfen. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, hier auch zu pushen. Meine Ulti habe ich übrigens immer noch. Wenn ich jetzt dann zurück bin, muss ich kurz. Wir können hier schon noch die Wave pushen. Das ist nicht so dramatisch. Ein, zwei hier. Und dann nochmal ran. Sie hat halt einen Red Buff. Wir können hier super leicht pushen. Denn ich bin im Endeffekt den, den er haben sollte, wollen, kann, irgendwas, bla bla bla. Ja? Als nächstes wollen wir dann die Botlane. Heißt, ich möchte wieder Vision haben. Trip, trip, trip. Jetzt nehme ich mal drei Control Wards mit. Er guckt nach dem Blue Buff. Hier sind zwei Leute. Ist ein bisschen gefährlich.
Okay. Whoop, das war ein bisschen deep von mir. Ich wollte aber unbedingt den Silence dahin bekommen. So, das ist kein Problem hier. Kriegen wir alles hin. Puh. Okay. Das war super riskant. Macht das bitte nicht zu Hause nach. Also super riskant. Ich muss jetzt kurz mal auch der Dings sagen, der Irelia, dass sie nicht so overextenden sollte, wenn zu viele fehlen. Das machen Toplaner gerne, diese Split-Push-Variante. Man spielt ja gerne um den Toplaner rum. Ich heile hier einmal, ist zwar riskant, aber der Arden Sensor bringt halt, dass wir mehr Schaden haben. Es ist zwar super riskant. Okay, immerhin hat sich's versucht. Er hat's auch versucht. Aber, wenn dann der Toplaner stirbt. Aber bei manchen Leuten ist Hopf und Malf verloren. Sie war auch super greedy. Ja, aber wir haben jetzt zwei Inhib-Türme. Ich warte jetzt mal auch kurz hier mein Item ab. Ich meine, natürlich, ich weiß, ich kenne die ganzen Argumente. Na, manche Leute reagieren nicht drauf, manche Leute sind so ignorant, die spampingen dann und bla bla bla. Aber, naja. Hat sie Teleport? Yep. Aber, naja. Im Prinzip ist unsere Aufgabe halt dann, je nachdem, wer denn gerade im Fokus ist, entweder die Caitlyn am Leben zu halten oder... Boah, das machst du gut. Die können den gerade nicht wirklich machen. Ja, und der erste Kill. Der zweite Kill kommt noch, denn wir haben da oben einige. So, und jetzt können wir eigentlich hier... Was ist das für ein Geist? Jetzt können wir hier den Baron angehen. Irelia chase gerade noch ein bisschen, soll sie ruhig machen. Aber dieses Spiel wurde eigentlich dann durch drei Situationen entschieden. Situation 1 war der Kampf... Situation 1 war eigentlich, dass unser Jungler ein gesundes Maß an Aufmerksamkeit auf die Botlane gelegt hat. Hey, Irelia ist gestorben. Gesundes Maß an Aufmerksamkeit auf die Botlane, dass wir die Drachen vor allem dann auch mitgenommen haben, beziehungsweise die Leute auf diese Calls gehört haben, vor allem dieser Drachen-Call jeweils. Ne? Das erste, was er hier kriegt, ist der Silence, damit er mich nicht ulten kann. Und danach noch das Q hinterher. Ja, damit wir da sicher rankommen. So, Inhib machen. Danach, nee, Ahri ist okay. Das Q getroffen, super wichtig. So. Ah, da ist inzwischen ein Executioner's Calling, wie ich gerade bemerkt habe. Ein Fresh, der Overextended, wird von der Kaliste rausgeholt. Gut, wir haben hier unten auch noch einen. Wenn wir da gesammelt hingehen, dann können wir den auch super leicht abholen. Alle gehen mit. Immer auch gucken, sagen, hey, ich bin da, Unterstützung ist vorhanden. Na? Trotz allem nicht overextenden. Wir können das gut fighten, aber nur wenn praktisch die einzelnen Parteien auch ihren Job machen. Offensichtlich will keiner. Im Prinzip möchte ich nicht zurück. Das wäre nämlich genau das Klassische, was in dieser Elo zu häufig passiert, dass man zu lange irgendwo... mit den Vorteilen, die man hat, rumgeizt. Ich muss leider jetzt gerade die Vi opfern. Ich kann da nicht ran.
So, erstmal noch das Redemption. Das wäre gerade das halbe Leben von der Kalista gewesen. Okay, wir haben immerhin den Inhib noch bekommen. Jetzt reicht's auch. Ich habe meinen Iron Solari. Der Xin Zhao kann damit überhaupt nichts mehr machen. Und Drake können wir auch gleich wieder mitnehmen. Das ist gut. Das ist eine richtige Entscheidung hier. Dann merkt euch, egal wie ahead ihr seid, es ist nie verkehrt, noch etwas mitzunehmen, wie jetzt den Drachen beispielsweise oder den Herald oder sonst irgendwas. Denn es kann immer mal sein, dass ihr aufgrund eines Disconnects oder eines dummen Calls oder sonst irgendwas, ja, den denyen wir mal so, dass ihr da nochmal Probleme kriegt. Im Prinzip können die da nicht drankommen, die sehen auch gerade nichts. Ja, das Übliche. Aber ich muss sagen, die haben das ziemlich gut abgepasst. Ziemlich gut. Na, es kann immer mal sein, dass ihr wegen irgendeiner Dummheit nochmal sterbt. Aber ihr müsst halt auch leider die Entscheidung treffen, wen ihr rettet und wen nicht. Wie ihr gerade auch bei der Wahl gesehen habt. Es bringt jetzt nichts, wenn ich hier Wuppapa. Da musste ich mal kurz ulten. Einfach aus dem Grund, damit ich da halt gerade nicht zu viel Schaden bekomme, im Endeffekt. So. Instant rausflashen. Hier kann ich nochmal einen Iron Solari auf alle geben. Und als letztes dann noch die Redemption setzen zum Hochheilen. Gut. Es war kein so schönes, cleanes Spiel wie das letzte. Und am schwierigsten hat es uns eigentlich die Irelia gemacht, muss ich sagen. Dadurch, dass er halt nicht darauf geachtet hat, wo Action passiert und wo nicht. Wie ihr vielleicht auch schon mitbekommen habt, ist seit 7.12 das Ganze so, dass ihr automatisch aus dem Spiel geschmissen werdet. Ist, finde ich, jetzt nicht so cool, weil das meine komplette Videomechanik um die Ecke wirft. Aber was soll's. Dadurch könnt ihr aber auch hier gut sehen, das wie viele Punkte ich habe, wie weit ich jetzt bin. 60 Punkte in Silber 3 ist also vollkommen in Ordnung. Wenn wir den Schaden anschauen, würde ich jetzt mal sagen, war Caitlyn gut dabei, Vi genauso. Eigentlich alle Carries. Am schlechtesten dürfte eigentlich Irelia gewesen sein. Gar nicht mal so, aber naja. Wir haben unsere Leute ja auch die ganze Zeit am Leben gehalten und so muss es ja auch sein. Man kann mit Soraka in den Punkten carryen, ich sag jetzt mal ab Silber, Gold, Platin, solange die Gegner nicht auf Executioner's Calling gehen, wobei jetzt hier die Kalista schon auf Mortal Reminder gegangen ist. Das heißt, sie hat sich das Item irgendwann gekauft. Aber was ihr als ADCs wissen müsst, ist, dass ihr dieses Item als First Item baut. Als absolutes First Item. Ihr geht ins Spiel, ihr seht eine Soraka und ihr fangt vielleicht sogar ein Langschwert an, weil ihr wisst, dass ihr nach 450 Gold diesen Ruf des Henkers haben wollt. Aber viele, viele Leute hier in dieser Elo sind halt leider Und von dem her könnt ihr das in den meisten Fällen auch super gut runterspielen als Soraka. So, das war's. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss, Gemüse!